In diesem Video möchten wir euch die Alvaro de Bazan vorstellen. Work in Progress. Es ist ein Testschiff für die spanische Marine. Auf der Stufe 10 soll das Schiff reinkommen. Und zwar für Kohle demnächst. Und in diesem Video wollen wir uns das Schiff mal ganz genau angucken und so ein bisschen einsortieren zu anderen Schiffen. Moin Seekräuter und Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser Ausblickfolge. Und ich möchte direkt durchstarten und zwar mit dem geschichtlichen Teil, wo Chronogramm wieder dazu beigetragen hat. Und er schreibt, Alvaro de Bazan ist ebenfalls ein rein fiktionales Schiff, was wohl auf der Capitani Romani-Klasse basiert. Davon haben wir ja bereits ein Schiff im Spiel und zwar die Attilio Regolo. Er hat zwar nichts gefunden, was darauf hinweist, dass die spanische Marine solche Schiffe bauen wollte, aber die spanische Marine hat in den 1930er Jahren eng mit der italienischen Firma Ansaldo zusammengearbeitet, unter anderem bei den Entwürfen für schwere Kreuzer und Schlachtschiffen. Also eventuelle Designs für einen großen Zerstörer basierend auf italienischen Schiffen wären jetzt gar nicht mal so abwegig, schreibt er, auch wenn es dafür Nachweise in dem Sinne nicht gibt. Bei der Optik, da ist das Schiff schon wieder relativ weit entwickelt. Ja, wir haben hier schon wieder die ganzen Details mit dem Wasser an Deck und so weiter. Was mir sofort irgendwie auffällt, ich kann das jetzt nicht so richtig beweisen sozusagen, weil ich die Schiffe nicht nebeneinander stellen kann, aber irgendwie wirkt mir hier der Bug ein bisschen anders geformt von der Grundform her als beim Italiener, der Attilio Regolo. Die Geschütztürme, die sind aber wiederum identisch in 2x2, 135 mm vorne. Bei den Brückaufbauten, da gibt es halt bei der Entfernungsmessanlage und so weiter wieder so leichte Unterschiede, wie der Dampfer aufgebaut ist. Auch hier von der Brückenform allgemein. Die Attilio Regolo ist relativ glatt. Hier haben wir so eine geschwungene Brücke und so weiter. Also da hat Wargaming ein bisschen was dran verändert. Das nächste, was mir auffällt, was verändert ist, ist die Flakbewaffnung, denn wir haben hier 2x2 37 mm Kaliber Flak, also dort und dort. Und dann sind wir hier oben noch bewaffnet mit 10x4 30 mm Flugabwehr. Also die zieht sich dann hier komplett durch, 5 an jeder Seite. Doppelschornstein ist dabei. Allerdings fällt mir hier als nächstes auf, dass die Beiboote anders positioniert sind. Die sind beim Italiener nämlich nach oben gepackt, also so, da ist so eine Schräge, da sind die Boote oben drauf. Hier beim Spanier ist es direkt auf dem Rumpf sozusagen in einer Fassung drin. Das sieht schon mal anders aus als allgemein. Von den Details her unterscheidet sich das Schiff dann doch relativ deutlich, wie ich finde. Die hinteren Geschütztürme sind auch wieder Zwillingsgeschütztürme, 135 mm. Jetzt gucken wir nochmal. Ja, der Name steht auch wieder richtig drauf. Kleine Anekdote am Rande. Spanische Flagge ist dabei. Hier links Torpedowerfer, 2 Stück sind hier eingebaut, auch hier so, ich sag mal, ja, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt, so unterbaut, ja, also reingebaut in diese Deck, wo man dann rüberlaufen kann. Da gibt es sicherlich auch einen Fachbegriff für, den ich jetzt leider nicht kenne. Den könnt ihr mir sehr gerne in die Beschreibung setzen, das versuche ich dann zu verinnerlichen. Ja, und sonst ist es aber trotzdem relativ schnell zu erkennen, dass die Basis dafür ja doch bei der Attilio Regolo oder Capitani Romani Klasse eben liegt. Was mich dann auf jeden Fall schon zur Panzerung bringt bei der Alvaro de Bazan. Jetzt sagt man ja, ist Zerstörer, ja, wird hier jetzt nicht groß unterscheiden, gegebenenfalls hier Mittelteil, aber da auch nicht. Wir haben hier 19 mm durchgehende Panzerung, bei den Aufbauten sind 13 mm, aber es gibt einen wesentlichen Unterschied. Hier bei der Alvaro de Bazan sind die Geschütztürme hier mit 6 mm und frontal mit 20 mm gepanzert. Bei der Capitani Romani, also der Attilio Regolo, da haben wir hier ringsrum 30 mm Schutz. Also das merkt man schon, weil durch die Panzerung kommt man mit anderer Zerstörer HE-Munition ohne Probleme durch. Bei den 30 mm mit HE eben nicht mehr unbedingt. Ja, es sei denn, man schießt jetzt zum Beispiel mit einem deutschen Schiff oder so. Aber das ist auf jeden Fall was Wesentliches, was man erwähnen sollte, weil man da nämlich auf jeden Fall die Türme zum Ausfallen leichter bringen kann als bei dem Italiener. Die restliche Empfindlichkeit des Schiffes ist natürlich genauso gegeben. Der Teil ist relativ groß, ist relativ dünn gepanzert, also SAP, HE und so weiter wird hier richtig Spaß haben, wenn wir dann getroffen werden. Auch für den Vergleich und die Einsortierung habe ich mir so ein bisschen die Zerstörer, die auf T10 als Test oder als finale Schiffe vorhanden sind, rausgesucht. Und das bringt mich schon direkt zu den Trefferpunkten, denn wir haben hier 26.600 Trefferpunkte und belegen dann damit, wenn es denn so bleibt, ist ja alles Work in Progress, was wir hier besprechen, auf jeden Fall den dritten Platz, ja, nur 200 Punkte hinter der Attilio Regolo und natürlich deutlich hinter der Elbing.
Das bringt mich jetzt schon zur Artillerie. Und hier haben wir natürlich 4 Geschütztürme, A2 hoch, 135 mm, wie ich das eben schon sagte. Die Ladezeit hier beträgt 8 Sekunden. Und damit werden wir auf jeden Fall mal kein DPM-Monster sein, sondern von der Ladezeit her sogar das langsamste, nachladeste Zerstörerchen auf der Stufe 10 in Zukunft möglicherweise sein, wenn es denn unverändert bleibt. Ja, die Dauer der 180-Grad-Kehre ist auch nicht gerade sportlich, auch sehr langsam mit 18 Sekunden. Die maximale Streuung ist mit 110 Meter horizontal angegeben. Der Sigma-Wert soll hier aktuell zumindest 2.0 betragen. Bei der Kampfreichweite können wir mit den 12,6 Kilometer durchaus einiges anfangen, denke ich jetzt einfach mal. Das ist so ein üblicher Wert für T10-Zerstörer, jetzt nicht außergewöhnlich gut oder außergewöhnlich schlecht. Besonders hier zu erwähnen ist, dass es ein T10-Schiff sein wird, welches Stoßfeuer, das, was wir sonst nur von den T11-Schiffen kennen, eben dabei haben wird. Was, wenn wir das benutzen, allerdings die Ladezeit auf 40 Sekunden verlängert und Intervall der Feuerstöße, ja, alle 2 Sekunden geht so ein Feuerstoß raus und es gibt 3 Feuerstöße. Das heißt also, wir können die langsame Nachladezeit, die wir haben, durchaus auch mal kompensieren, wenn wir uns die ganze Geschichte eben aufheben, falls wir in ein Gun-Duell mit einem anderen Zerstörer zum Beispiel plötzlich reinkommen. Ja, das ist halt so ein Problem, wenn man dann so eine langsame Nachladezeit hat, dann muss man halt gucken, wo man eben bleibt. Bei den HE-Granaten haben wir 1950 Alpha-Damage. Das ist kein schlechter Wert, aber relativ zum Kaliber dann doch eher nur mäßig, weil eine Shimakaze, eine Kleber mit der HE-Granate auf jeden Fall schon mal mehr Schaden macht als wir. Wir haben ja eine Sechstelpenetration, darum kommen wir auf die 23 mm, haben dann also sehr wahrscheinlich keine Probleme bei den Schlachtschiffen, die Aufbauten zu penetrieren und gegen die anderen Zerstörer eben auch ordentlich Schaden machen zu können. Vorausgesetzt, sie sind irgendwie in der Mittelsektion nicht dicker gepanzert oder solche Sachen. Ja, dann geht es vielleicht noch weiter mit der Brandwahrscheinlichkeit. Und die Brandwahrscheinlichkeit ist hier mit 9% angegeben. Das ist eigentlich ein ganz ordentlicher Wert, denn das kann man noch steigern mit dem Kapitän und mit den Signalflaggen. Und da ich jetzt die Alvaro de Bazan eher für den Gun-Idee halte, werden wir jetzt gleich noch sehen, ist es wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt, die Brandwahrscheinlichkeit ein bisschen zu steigern. Dann gibt es hier nicht die SAP-Granaten, wie wir sie bei den Italienern schon kennen, sondern die AP-Granaten. Auch da haben wir 2500 Alpha-Damage, die Mindestgeschwindigkeit zwischen HE und AP ist gleich. Wir werden hier Standard-Abprallwinkel voraussichtlich haben, wenn sich das Schiff nicht noch irgendwie verändert. Und dann müssen wir 23 mm Panzerung penetrieren mit der AP-Granate, bis dann der Zündverzögerer auslöst, der aber verkürzt ist. Ne? Der hat nämlich 0,010 Sekunden, wo er dann auslösen muss. Das Problem ist aber, die Zerstörer, gegen die wir mit der AP-Granate kämpfen, die müssen eben gewinkelt sein, damit die relative Panzerung dick genug ist, weil die Zerstörer ja üblicherweise 19 mm Panzerung haben, haben wir ja eben gerade gesehen. Es sei denn, ihr kämpft eben gegen eine Elbing jetzt als Beispiel, wo in der Mittelsektion eine dickere Panzerung dabei ist. Ja, ist es eben eine Standard-Idee, dann kann man die AP noch auf leicht gewinkelte Zerstörer vielleicht benutzen, tendenziell dann aber doch wahrscheinlich eher HE ist einfach die einfachere Granate für so einen Gun-Idee-Fight aus meiner Sicht. Weiter geht's dann mit den Torpedowerfern, die wir hier noch mit dabei haben. Die sind in der Mitte des Schiffs angebracht, wie am Anfang gezeigt. 95 Sekunden Ladezeit ist jetzt nicht sonderlich langsam, aber auch nicht gerade super schnell. Das ist halt irgendwo so in der Mitte angesiedelt. Die 13,5 Kilometer Reichweite sorgt dafür, dass wir uns mit dem Zerstörer auf jeden Fall außerhalb des gegnerischen Radars bewegen können, wenn wir denn wollen. Der Höchstschaden mit 13,9 ist eher ziemlich lau, um es mal so auszudrücken. 230% ist hier übrigens die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit. Zumindest in der aktuellen Version des Schiffs. 56 Knoten, auch nicht gerade besonders schnell, aber der Torpedo geht nur 1,1 Kilometer auf und dann haben wir ein bisschen über 7 Sekunden, die wir den Gegner lassen, hier auf den Torpedo beim Entdecken zu reagieren. Er hat die Hydro oder die Torpedos sind hier vorher schon offen. Bei den Wasserbomben haben wir 2200 Alpha Damage. Okay, der Wert. Dann haben wir 2 Ladungen, 10 Bomben pro Ladung gehen ins Wasser, 40 Sekunden Ladezeit ist mehr oder weniger normal. Dann gibt es eine Verbesserung gegenüber dem Italiener. Die Verbesserung ist hier die Flugabwehr. Auch wenn man trotzdem sagen muss, die ist bei weitem nicht gut. Ja? Wir haben jetzt hier eine Mittelstrecke, 39 kontinuierliche Schaden, Feuerreichweite 3,5 bis 3 Kilometer. Das heißt, wir müssen jetzt nachher mal gucken, wie weit wir runterkommen von der Erkennbarkeit zur Luft. Und dann kann ich schon einen Tipp abgeben, ob man hier die Flak ausschalten sollte oder nicht. Vorausgesetzt, das ändert sich eben nicht, muss man auch wieder sehen. Ne?
Wenn wir bei 3 Kilometer dann aber Flieger über uns haben, dann macht die Kurzstrecke ganz gut Ballett hier mit 329 kollidischen Schaden. Explosionen gibt es hier nicht und damit sind wir dann durch die Flak auch schon einmal durch. Bei der Manövrierbarkeit haben wir eine gute Höchstgeschwindigkeit mit 40 Knoten. Wir haben hier später auch Motorboost noch mit dabei, 8%. 730 Meter Wendekreis, das ist ungefähr in dem Bereich des italienischen Zerstörers. Die Ruderstellzeit ist mit 5,6 Sekunden angegeben. Also das ist ja schon eher ultraleichter Kreuzer-like. Ne? Also 5,6 Sekunden ist schon so nicht mehr so pralle wie jetzt zum Beispiel bei japanischen DDs, die ja natürlich auch viel weniger Verdrängung haben und so weiter. Bei der Verborgenheit, da sind wir ebenso besser aufgestellt als die Italiener, denn wir sind 7,7 Kilometer standardmäßig entdeckbar. Und wir können hier noch zweimal Concealment raufskillen, dann landen wir am Ende bei 6,1, 6,2 Kilometer Erkennbarkeit zu Wasser. Das werden wir nachher dann auch gleich machen. Standardmäßig zur Luft sind wir 4,3 erkennbar. Also ich bin optimistisch, dass wir auf jeden Fall an die 3,5 Kilometer rankommen. Und dann könnte man die Flak nämlich sogar permanent anlassen, weil die nur dann schießt, wenn der Flieger auch in der Erkennbarkeitsweite ist, wenn man aus der Luft eben aufgeklärt wird. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir hier 3 Stück dabei. Wir haben ein Schadensbegrenzungsteam, das ist üblich. Unbegrenzt verfügbar in den Werten, die wir bei Zerstörern auf der Stufe 10 so erwarten können. Dann im zweiten Slot gibt es einen Nebelerzeuger. Wir können hier nicht irgendwie tauschen mit einer Reparaturmannschaft oder irgendwie sowas. Das ist einfach konstant so vorgegeben. 97 Sekunden Dauer der Nebelwand und die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 20 Sekunden. Also dann haben wir 117 Sekunden, wenn wir im ersten Wolkchen dann stehen bleiben. Wir können das natürlich dann später auch noch skillen hier mit der Flagge zum Beispiel. Dazu gibt es den Motorboost, den ich eben schon erwähnt habe, mit 2 Minuten Wirkungsdauer, 2 Minuten Abklingzeit und da haben wir dann auch 3 Aufladungen, gibt 8% dann übrigens oben drauf. Und jetzt eben ganz kurz zu meinem Bild. Ich werde die Alvaro de Bazan als erstes mal in diesem Gun-DD-Bild sozusagen ein bisschen spielen. Hier dann die Hauptbewaffnungsmodifikation, Steuergetriebeschutz ist ganz klar. Wir nehmen die Zielsystemmodifikation mit. Da wir hier Nebel haben, werden wir durchaus auch das eine oder andere Mal dann auch im Nebel stehen. Gegebenenfalls muss man da schnell mal rausfahren und dafür dann eben die Antriebsmodifikation. Dazu gibt es die Tarnsystemmodifikation und wir reduzieren die Hauptbatterie-Nachladedauer, nehmen dafür in Kauf, dass der Turm ein bisschen langsamer dreht. Dann sind wir nämlich runter von 8 auf 7 Sekunden, sind aber 20,7 Sekunden für die 180-Grad-Kehre. Doppelbrandflagge, Flutungsstärke bei den Torpedos nochmal ein bisschen gepimpt. Ich nehme hier die Flugabwehrflagge mit. Weil, wie wir sehen, gehen wir 3,5 Kilometer weit auf. Genau so weit können wir auch mit unserer Flugabwehr schießen. Das ist also eine Arbeitserleichterung in dem Sinne. Und wenn der CV dann tatsächlich mal durch unseren Flak fliegt, dann soll auch ein bisschen Schaden liegen bleiben. Juliet Charlie nehmen wir mit, Anti-Deto-Flagge, Sierra Mike, Höchstgeschwindigkeit, dann die Abklingzeitreduktion auf den Verbrauchsmaterialien und X-Ray Papa Una One, um die Wirkungsdauer des Nebels eben zu verlängern, von 20 jetzt auf 23 Sekunden hoch. Dazu habe ich den Kapitän hier wie folgt gesellt. Präventive Maßnahmen, dazu diese ersten 4 sind eigentlich meine Standard-Skillungen, gerade dann bei Gun-DDs. Ne? Präventive Maßnahmen, letzte Anstrengung, dann Experte der Überlebensfähigkeit und Tarnungsmeister. Bei den Trefferpunkten sind wir dann über 30.000 angekommen. Das hilft auf jeden Fall ordentlich, um ein bisschen was an Beschuss auch kompensieren zu können. Dann hier vorhin geskillt. Ich habe jetzt einfach mal das geskillt, was Wargaming so vorschlägt, inklusive hier dem Sprengmeister. Und dann den Adrenalinrausch sowie den Hauptbatterie- und Flugabwehrexperten Hauptbatterie, um mehr Reichweite zu bekommen. Ich möchte das mal ausprobieren. Das könnte durchaus sein, dass das interessant ist, weil die Mindestgeschwindigkeit ist jetzt gar nicht so langsam. Ist jetzt nicht ultra schnell, aber auch nicht so super langsam. Und ich hoffe, dass der Bogen da einigermaßen okay ist. Probieren wir es erstmal aus. Ja, der Kopf ist runter, damit das Denken seine Richtung ändern kann, sage ich ja immer in diesem Fall. Und ich bin gespannt, ob ich damit dann verkehrt oder doch schon richtig liege. Ja, damit sind wir einmal durch diese Ausblickfolge hier zur Alvaro de Bazan. Ist eine Kopie von einem italienischen Zerstörer, aber anders gedacht. Ne? Italienischer Zerstörer mit kurzer Gun-Reichweite, dafür aber auch kurzem Reload. Hier haben wir dann eher einen langen Reload, dafür aber auch eine große Reichweite. Er ist kürzer entdeckbar. Wir haben Nebel mit dabei, aber nicht den Abgasnebelerzeuger, sondern den statischen Nebel und so eine Sachen. Jetzt sind ein paar Sachen anders. Ob das jetzt reichen wird, dass dieser Schiff hier spannend zu fahren ist und der Kohle würdig, für die eben ins Spiel kommen soll, werden wir dann sehen. Da gibt es dann später halt auch mal eine Einweisung zu, sobald das Schiff dann halt irgendwann mal ins Spiel final kommt.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wenn es so ist, gerne Daumen nach oben lassen, Kanal abonnieren, weitererzählen, dass es unseren Kanal gibt. Wenn euch World of Warships interessiert und ihr noch keinen Account habt, dann gibt es auch eine Möglichkeit, über die Beschreibung bei dem YouTube-Kanal hier das maximal aus eurer Anmeldung zu machen. Und nebenbei supportet ihr unseren Kanal auch noch ein bisschen. Ich danke jetzt sehr für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis dann, euer Siegrauts-Team, euer Andi.